mache heute 12 mal 3 Minuten. Ich mache Kickboxing am Passe mit meinem thailändischen Trainer. My name is Pik, okay? I'm coach Muay Thai in UFD. I'm from Thailand. I have 250 fights in Thailand. And now I'm not fighting anymore. I'm B2 coach Muay Thai in UFD. So you're coaching Hatef. Is he making good progress or what would you say? I think about Hatef, he have a good technique with wrestling, with on the floor. But now when I be here, I see he are better from the striking, from punch, from kicking. It's good for Hatef. Will you be his trainer till his fight? I just train for he prepare for fighting. Mm. But when he go to the fight, we have the head trainer in here, Ivan Hipporai. Mm. Perfect. Nice. Yeah. Thank you very much. Thank you very for your much. Time. Yeah. It was a pleasure to meet you. Yeah, nice to meet you also. Heute war hart Training, war richtig hart. Insgesamt war 30 Runden, aber ohne Pause, also 10 Sekunden Pause, durchziehen. Ja, ja. 30 Runden. Wie heißt dein Trainer, wie ist dein Name von ihm gewesen? Der heißt Pik. Pik? Pik, der kommt aus Thailand. Ah, okay. Wie lange trainiert ihr schon zusammen? Seit 2 Jahre bei uns, mehr 2 Jahre. Ich mache mit dem in der Woche zweimal oder dreimal, aber ich mache heute Abend Ringen und morgen früh wieder Grappling und morgen Abend Sparen und Mittwoch Pause und Donnerstag auch wieder gleiche. Okay, und bis Samstag. Und Grappling machst du noch mit Fabiano. Okay, das heißt, der wird dich auch die ganzen 7 Wochen begleiten. Der bleibt bis zum Kampf bei mir, ja. Was steht dann noch nächste Woche auf dem Programm? Ich werde nächste Woche nach Österreich fliegen, mit Alexander Rakic trainieren, mit Babak und ich bleibe 10 Tage da. Sparring, hast du Zeit? Agit, agit. Die kommen bald auch bei Saudi-Arabien.
Gegen wen, weißt du das zufällig? Der hat eine starke Gegner. Okay. Aber er wird den Sieg holen, wa? Oder? Ja, der wird den weghauen. Auf jeden Fall. Der ist sehr stark. Agit auch. Der kommt auch zweimal am Tag trainieren. Mhm. Morgens, abends. Der ist auch genau wie ich.